Ich beobachte oft bei meinen Klienten, gerade wenn sie angefangen haben, gecoacht zu werden, am Anfang ein Entwicklungsplateau. Sobald sie besser mit Frauen werden und vom schüchternen Doktoranden oder Techniker zum Mann werden, der regelmäßig ein-, zwei-, dreimal die Woche Frauen auf Dates wieder sieht, Affären hat und so weiter, schleicht sich die Genügsamkeit bei ihnen ein. Viele meinen dann, schon den Erfolg zu haben, den sie schon immer haben wollten. Aber sind die Frauen, die sie kennenlernen, nicht ihre Traumfrauen? Das liegt daran, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr trauen, auf die Frau zuzugehen, die ihnen wirklich den Atem verschlägt, wo sie wirklich nervös werden. Das hört sich jetzt hart an, aber zu was haben sich diese Männer quasi zurückentwickelt? Diese Männer sind jetzt wieder an dem Punkt, an dem sich auch der Prolet befindet. Sie meinen ihr Ansprechen, das Kennenlernen von Frauen, gar nicht mehr aufrichtig. Sie suchen sich einfache Situationen aus. Situationen, bei denen sie denken, oh, die Frau, die wird mir bestimmt keinen Korb geben.